So, da sind wir wieder. Und ich habe mich gerade dabei ertappt, dass wir ja eigentlich schon wieder dabei sind, ein Rätsel zu lösen. Das heißt, zu gucken, was hier bei dem Blitzableiter ist und was da in dem Gang ist und so weiter. Dabei sollten wir eigentlich echt, wenn jemand stirbt, immer zum blauen Kristall laufen. Und nicht das nächste Rätsel lösen oder die nächste Ecke vom Dungeon, wo wir noch nicht waren, erforschen. So, blauer Kristall geradeaus. So, und jetzt können wir zurückgehen. Ja, Neugier siegt über. Ups. Mitleid. Also, wir müssen da rein, da rum. Oh. Das ist nicht neu. Okay. So, jetzt hier rein. Genau, hier ging es weiter. Hier war ein komischer kleiner Raum mit einem Gegenstand drin. Kein Schalter. Nö. Nö. Ach, nö. Feuerschild. Hä? Achso, Feuerschild. Genau, warte da ganz ruhig, bis er seinen Zauber vorbereiten kann. So. Jetzt kannst du kommen. Dumm. Und noch. Komm her. Ja, irgendwie bin ich mit dem Einschätzen noch nicht ganz so gut, wie viele Lebenspunkte sie haben. Und ich weiß auch nicht, ob Gegner immer gleich viele Lebenspunkte haben. Oder ob es irgendein Zufallsfaktor mit drin ist. Da ist jetzt noch ein Feuerelementar. Ne, nur eine Fackel. Da ist ein Feuerelementar. So, und jetzt komm schön her. Unser Dieb und Krieger wollen auch noch Erfahrungspunkte. Ah, okay. Der Dieb hat jetzt keine bekommen. Oder nur die Hälfte, wenn ich es richtig verstanden habe. Oh, hallo Oger. So war das. Hey, oh, warum haut der Oger ab? Du? Genau, komm her. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich langlaufe. Ich hoffe einfach mal, dass hinter mir was frei ist. Noch ist hinter mir was frei. Nur wie lange noch? Oh. Doch bald mal tot sein. Ich will auch nicht wissen, wie viel Schaden ich bekomme, wenn ich davon getroffen werde. Oh Mann, verreckt endlich. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich bin. Wo kommst du jetzt her? Okay. Lauf. Lauf. Weiter. Und zu. Mann. Es kam mir ja vor wie dem Wandel in Indiana Jones Kugel, echt. Aber wir hatten Glück, dass der Dungeon da so aufgebaut ist, wie er aufgebaut ist. Sonst hätten wir uns irgendwo verfranst und er hätte uns umgebracht. Aber wir konnten da ja immer im Kreis laufen, quasi. So, blauer Kristall. Ja, okay. Alle halbe Stunde ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben mit dem blauen Kristall. Ich meine, wenn ich jetzt bedenke, wie oft ich da hinlaufe, das ist ja schon in einer Folge zwei, dreimal. Achso, Feuerball sollten wir nicht nehmen, weil er ja ein Feuerelementar ist. So. Nächster Blitz. Links rein. Einmal rum. Hier kurz schlafen. Warum kriegt der Schaden? Ist mir letztens schon mal aufgefallen. Sobald wir Schlaf gedrückt haben, hat er plötzlich Schaden bekommen. Also einer von den beiden, ich weiß nicht mehr welcher. Vielleicht ist der Blaubeerkuchen vergiftet. Und er naschte mal davon heimlich. Na gut. Zaubersinn vorbereitet, gut. Feuerschild.
dann gucken wir mal, wo die beiden abgeblieben sind. Gut, 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 gut. Achso, die können noch gar nicht kommen. Da ist schon mal Nummer 1. Das war... So, das wäre Ogerhammer Nummer 3 und sonst hat er nichts dabei. Das ist auch schade, die könnten ein bisschen mehr Schätze verteilen auf den Gegnern. Dass es sich auch quasi lohnt, jeden Gegner umzubringen. Also nicht nur wegen den Erfahrungspunkten. So, runter. Da bist du ja schon. Chickner hat ein Level Up. Schönes. Ich höre immer noch ein Feuerlimiter. Verkriechen wir uns mit das Tor. So. Also, Chickner hat ein Level Up. Was kriegt ihr denn Schönes? Wir könnten Spellcraft auf 18 bringen, dann könnte er 50% schneller zaubern. Das klingt doch schon mal gut. Und ja, Feuer erhöhen bringt nicht wirklich viel. Also sehe ich zumindest nicht. Auch wenn ja der Skill den Schaden von dem Zauberspruch erhöhen soll. Aber ich bin mir nicht sicher, in welchem Umfang, weil wirklich sehen tue ich das nicht. Okay, die 4 Punkte können wir auf jeden Fall noch ins Spellcraft setzen. Damit er den Skill hier bekommen hat mit dem Schnellzaubern. Danach können wir ein bisschen was in Feuermagie setzen. Und das ist völlig sinnlos. Ja. Gut, gut. Wie schaut es bei den anderen aus? Er ist jetzt Level 11. Er ist kurz vor Level 11. Er ist ein bisschen weiter entfernt von Level 11. Und er ist auch kurz vor Level 11. Gut, gut. Also. Blitz. Und Eisstacheln und da runter und rechts rum. Ich höre noch einen Ogre. Langsam wird's albern. Das ist doch mal eine coole Stelle, um Ogre auszutricksen, ne? Ting. La, na, 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 komm her. Ting. Och, Menno, der tut mir ja schon fast leid. Ting. Aber ja, so dauert es auch eine Weile. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Können wir das irgendwie wieder hinbekommen? Ja, wir locken ihn jetzt wieder. Och, nö. Jetzt musst du zu uns laufen. Dann laufen wir schnell hier hin. Werden von dem Feuerelemental überrascht. Jetzt kommt der Ogre hoffentlich nicht von hinten. Scheiße. Das hätte wesentlich unangenehmer werden können. So, Feuerball. Und Gorn hat ein Level Up. Schöne Sache. Also ja, das hätte wesentlich über gerade laufen können, wenn uns das Feuerelemental eingekesselt hätte. So, ist hier sicher. Nee, hier ist nicht unbedingt sicher. Also machen wir hier wieder zu. Und machen mal Gorns Level Up. Auch wenn da nicht wirklich viel nachzudenken ist, denn bei ihm sollten jetzt eigentlich alle Punkte bis zum Ende seiner Tage in Äxte gepackt werden. Und er kriegt jetzt schon eine neue Sonderfertigkeit. Cleave. Ein mächtiger Schlag, der eine große Menge an Schaden verursacht. Wie viel auch immer eine große Menge ist. Na gut, Fackel weg. Schlafen wir erstmal eine Runde. Und dann gucken wir da weiter. Ja, aber dieser komische Vault of the Dismantler, also die Kammer des Zerlegers, da kommen wir immer noch nicht rein. Das scheint dieser abgeschlossene Bereich zu sein, wo überall die Gitter vor sind. Aber wir haben jetzt schon 2 Druckplatten gefunden, die keinen offensichtlichen Sinn hatten. Oder wo ich zumindest nicht so schnell einen offensichtlichen Sinn gefunden habe. Müssen wir mal schauen. Erstmal Licht, neue Fackel, was sagt die Karte? Die Karte sagt, hier haben wir noch gar nicht nachgeguckt. Feuerball. Blitzstrahl. Und, oh, eine Notiz. Die sind doch immer hilfreich. Was haben wir hier? Oh, viel Text. Das Gericht, das mich verurteilt hat zum Exil hier in den Gedärmen des Gebirges, kann nicht von der Existenz dieser Tunnel gewusst haben. Aber selbst Mount Grimrock
Ah, nee. Obwohl Mount Grimrock der weit entfernteste Ort in den Reichen ist, ist es möglich, dass der König solch eine Macht oder solch eine gefährliche Macht in seinem Reich duldet? Oder züchtet es eigentlich Breed? Also nochmal, versuche ich mal ein bisschen kohärenter hinzukommen. Das Gericht, das mich verurteilt hat, kann nicht... schon wieder falsch. Das Gericht, das mich verurteilt hat, zu dem Exil hier unten in den Gedärmen des Gebirges, kann nicht von der Existenz dieser Tunnel gewusst haben. Obwohl Mount Grimrock eines der meist entferntesten oder entlegensten Orte des Reiches ist, kann es möglich sein, dass der König diese gefährlichen Mächte hier in seinem Reich heranwachsen lässt? Ja, ich denke mal, ihr habt den Sinn inzwischen verstanden. Auch wenn die Übersetzung nicht so toll war. Frostpfeile. Ja, das war jetzt sehr kryptisch, Torum. Das hättest du ein bisschen genauer sagen können. Aber momentan ist die Nachricht bla. Weil er sagt nicht, was die Mächte sind und was sie vorhaben und... Das kennen wir besser von dir. Also... Jetzt gehen wir jetzt hier runter, da müssen wir noch lang, da, da und den Rest haben wir. Denn da kommen wir nicht durch und da kommen wir nicht durch. Und da war eine Eisentür? Ich glaube schon. Oh, das Kraut nehmen wir noch mit. Zack. Oh, ein Teleporter. Welch Freude. Na gut, haben wir schon irgendwas markiert, teleportertechnisch? Nein, dann bist du jetzt A. Und nein. Die Giftschmeißer und die Giftwolkenschmeißer und... Hey, der eine hat keinen roten Deckel. Das war jetzt nicht so toll. Und wir haben ein Autosave gehabt von dem blauen Kristall. Ich weiß aber nicht, was wir hier schon gemacht haben. Also ich denke, der Oger und das Feuerelementar lebt noch. Aber schauen wir mal. Also... Blitzstrahl. Links rum. So, also wenn das Feuerelementar noch lebt, brauchen wir erstmal ein Feuerschild. Dann brauchen wir einen Blitzschlag. Und wir brauchen eine Eisstachel. Und ja, der Raum war echt übel. Also überall diese kleinen Kampfbrokkolis, die Giftbälle schießen. Unter diese anderen wandelnden Pilze, die Giftwolken machen. Das ist echt eine üble Kombination. Ja, du nimmst schon mal. Die haben wir schon gerechnet. Zwei? Da kommt der zweite her. Aber das Feuerschild zahlt sich definitiv aus. Kann es sein, dass jedes Mal, wenn wir laden, die Gegner respawnen, egal ob wir die anderen vorher umgebracht haben oder nicht? Das könnte auch erklären, warum wir oben bei dem einen fallenden Rätsel so oft viele Feuerelementare hatten. Oh, hallo Freund. Feuerball. Geh weg. Ich will dich verarschen, geh weg. Ah, hier ist kein guter Platz, um einen Oger zu töten. Nicht wirklich, aber er scheint nicht weggehen zu wollen. Ah, doch, jetzt. Ist er schüchtern oder was? Komm, kusch, kusch. Na gut, speichern wir ab und töten in der nächsten Folge. Also, LP 060. Und bis gleich.